diese Vision vom Roboterauto, wie sie auch Google propagiert, da sind wir offen gesagt sehr skeptisch. Da gibt es nicht nur rechtliche Rahmenbedingungen, die das ganz klar verhindern. Man kann das vielleicht in abgeschlossenen Gebieten wie einem Messegelände darstellen. Technisch ist das möglich, aber Sie müssen sich immer vor Augen führen, das automatische Fahren an sich ist kein Kunststück. Das demonstrieren viele. Die Herausforderung besteht darin, mit allen möglichen auch Unfall- und Störszenarien klarzukommen. Das Kind, was hinter der Mülltonne hervor auf die Straße springt, das müssen Sie sicher erkennen und sicherer reagieren als der Durchschnittsfahrer. Das wird der Maßstab für die Serieneinführung sein. Mhm. Und darum wird sowas nicht auf einen Schlag kommen, sondern es wird ein Evolutionsprozess von, ich sag mal, 20 Jahren sein. Und wir werden immer leistungsfähigere Stauassistenten, Kolonnenassistenten, Parkassistenten haben, aber dass das Auto ganz ohne Fahrer und ohne Beaufsichtigung durch den Fahrer fährt, das wird noch lange dauern.